Wo mache ich euch? Oh, scheiße, ich mache euch gar nicht dran. Akku ist ja leer. 17%. Das hält von hier bis gleich. Deswegen kabelscharf geknärpelt. Da rein. Kann man denn in euch was reinstecken, während wir noch quasi online sind? Klack hat's gemacht. Ihr habt zwar ein Kabel drin, aber es lädt nicht. Zündung ist auch an. Nee, Freunde, muss. Naja, okay. Kurz Update. Mittwoch, nächste Tag. Bin auf dem Autohof im LKW. Mache mich gerade stark klar. Wir haben es 12.28 Uhr. War gerade noch mal ganz kurz beim Burger-Dealer meines Vertrauens, weil ich habe zu Hause nichts gegessen. Ich habe heute 10 fucking Stunden geschlafen. 10 Stunden. Das habe ich. Also. Ich glaube, ich werde langsam alt. Ja. Ab geht's in eine Firma. Mal gucken, ob wir waschen können. Und dann nach Biebelsheim. Ich habe nämlich eine Autogrammkarte für die Christiane mit dabei. Muss ich abgeben. Ja, mal laden. Ist wichtig. Ja, Ruhe. Geht schwer los. Geht schwer. Ich bin in der Firma. Fahre jetzt hoch zum Kunden. Hol meinen Auflieger. Und dann fahre ich nach Stockstadt. Leer machen. Abfegen. Kurz rüberfahren nach Biebelsheim. Aber auf dem Weg dahin. Bei Friedberg. Ach, das ist irgendwie wieder. Da ist irgendwie, ja. Schon wieder 13 Minuten. Stau. Auf die Person auf der Fahrbahn. Schätze mal Unfall. Oh, so monstermäßig sprechen, das ist nicht gut für meine Stimmbänder. Da muss ich immer husten vor. Juhu, 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 es wird immer mehr, es wird immer mehr. Ach, es ist doch alles. Gestern Mist, heute wieder Mist. Ja, ich fahre gleich wieder die Tour von gestern. Jetzt sind nur 55 Sekunden. What? Kein Plan. So, wir brauchen DK 31 87 87. Ja, 87. Weil mein Kühler, den ich eigentlich brauche für Biebelsheim, hat sich ein Kollege angehangen und ist da. Meiner. Und ist damit losgefahren. Er sollte eigentlich den nächsten Auflieger nehmen. Er hat aber keinen Bock zu warten. Hat sich einfach den fertigen genommen und ist losgefahren. So. Und jetzt geht bei mir alles in die Binsen. Weil Autobahn zu. Ihr wisst das, Stellzeit 19 Uhr. Das werde ich nicht schaffen, weil jetzt habe ich Ankunft 17:48 in Stockstadt. In Stockstadt. Aber ich werde es so machen, wenn er schon da unten ist, dann werden wir am Tor die Auflieger tauschen. Das ist mir sowas von egal. Dann macht er den hier halt auch noch leer. Wer nicht hören will oder wer nicht warten will, muss doppelt abladen. Ganz einfach. Noch 1:10 Uhr. Ja, ich weiß auch nicht, was ich für den Navi halten soll. Eben gerade noch eine halbe Stunde, jetzt ist schon wieder fast gar nichts. Kein Plan. So, jetzt müssen wir erstmal die Klemmstangen wieder in den Palettenkasten wuppen. Ich brauche ja 3 Klemmstangen. Gern gesehen sind auch 4. Jetzt los, Kabel. Darf ich nur nachher nicht vergessen rauszunehmen. Das hat der Kollege freut sich über 3 Klemmstangen. Aber, Das Blöde ist halt das sinnlose Rumfahren hier auf dem Hof.
habe ich schon wieder 10 Minuten Fahrzeug gekostet. Ah, Moment, warte mal, Freunde. Besser so. Jetzt mit dem Stauumleitung. Ach, hier, Plan auch kaputt. Ein kleiner Planschlitzer unterwegs gewesen, ne? Oh, voll bis hinten hin, ja. Also eigentlich hätte mein Kollege den auch wieder nehmen sollen. Auf den er nicht warten wollte, bis er fertig ist. Einfach mal nicht nach Anweisung gehandelt und schon versaut da einem anderen Kollegen die Tour. Naja, Disponent schreibt dem Kunden eine E-Mail wegen der Verkehrslage. Jetzt aber nur noch eine Minute, warte, muss ich mal ganz kurz bei Google Maps, muss ich gucken, Route. Ach so, er will mich schon, ach so, ja, okay, Google, dann schickt er mich schon automatisch, mach das doch mal auf da. Ja, ja, Scheiße, Autobahn ist gesperrt, es geht alles runter, wir sollen Friedberg und Friedberg, ist die B30 auch voll, egal, müssen wir durch, Fahrzeit wird knapp, 3 Stunden, haben wir weg. So, Junge, das ist ja mal wieder, so, einmal Rumbottich hier, 1,30 auf der Umleitung ist das, also ja, scheiße. Ist doch alles kacke. So, mal schnell beim Flirt nichts abmelden. So. Spannung steigt, meine Freunde. Ich bin in Stockstadt. Jetzt will ich mal hoffen, dass der Kollege mit dem Kühler da. Ja, der ist da. Oh, der ist da. Das wäre natürlich mega. Wenn er das ist, mit dem ich umsatteln muss. Ja gut, ich schaue mal. Ich mache mal, ich tue mal. Ja, ja, wir satteln jetzt um. Und dann kann ich, wenn der leer ist, der Kühler nehme ich schon nach Biebesheim fahren. Huch, ich hab's gehupt hier. Hoppala. Aufpassen hier hinten wegen diesem komischen Altpapiercontainer, aber das läuft alles hier wunderbar. Darf ich mal 3 Spannstangen vergessen jetzt? Darf ich nicht vergessen. Ist er ja schon weggefahren? Perfekt. Ihr seht es, 19:27 Uhr, ich bin
on the way nach Hause. Jawohl. Jetzt gerade hier am, was ist das, Darmstädter Kreuz. Das ging eigentlich, oder das ging so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich komme da unten hin, der Kollege stand am Tor, Auflieger war auch schon leer, wir haben getauscht. Ab nach Biebesheim, 4,2 Kilometer, vorher ausgefegt den Auflieger, weil der Kunde möchte ja Besen rein und sauber haben, haben wir es gemacht. Ja, am Tor meine Pause und jetzt nach Hause. Perfekt. Ankunft Nordheim. Ja gut, das Navi, darauf kann man immer einen richtigen feuchten Furz geben, weil, habe ich ja schon mal euch erklärt, die Problematik. Weil oben die Kreuzung gesperrt ist, will das Navi mich über immer 20 Kilometer Umweg schicken. Also er sagt mir jetzt 23 Uhr Ankunft. Na, guck mal nach links in deinen Spiegel. Da ist was ziemlich geiles, großes Rotes. Junge, Junge, Junge. Werde aber wahrscheinlich ungefähr eine halbe Stunde eher da sein, weil das Navi ist ja doof und will mich ja immer echte und dann die B64 über Bad Gandersheim und Edesheim, wo ich eh langfahren darf, Edesheim, das Video, die A7 steht durch Edesheim, durch ein Dorf, könnt ihr mal abchecken, ein bisschen älter, müsst ihr ein bisschen weiter runter scrollen in meiner Videoliste, Playlist, so rum. Da ist jetzt Durchfahrt verboten, weil, ja, guckt euch das Video an, falls ihr das noch nicht kennt, da hat sich die A7 getroffen und es ging nichts mehr. Das war wirklich, ja. Waschzeit, Donnerstag. Was haben wir denn? 15, 14, 14 Uhr 14. Bin auf dem Hof, abgewaschen und ich gehe mal stark von aus, ich werde jetzt wieder über Stockstadt nach Biebesheim fahren. Ja, das ist halt der Lauf der Linie, würde ich mal so sagen. So, ich fahre jetzt hier mal raus. Gewitter. Gewitter. Ich warte auf Auftrag. Geht im Moment gerade alles drunter und drüber. Ich sollte eigentlich nach Worms fahren. Was von meiner Fahrzeit gar nicht. Also, fahrzeitmäßig wird es klappen. Aber ich muss ja um 18 Uhr in Biebesheim stehen. Und wir haben es jetzt aktuell. Moment. 15.50 Uhr. Termin in Worms 16 Uhr. Mir tropft es vom Kopf, ich bin feucht. Jetzt habe ich eben gerade einen Auflieger in der Werkstatt gefahren. Hier müssen diverse Auflieger müssen getüft werden und Kälteprüfung Gedöns bekommen. Das habe ich gerade gemacht. Sollte jetzt eigentlich noch einfahren. Den gibt es aber nicht. Der ist nicht hier oben auf unserem Gelände. So, jetzt warte ich, weil mir rennt die Zeit weg. Ich muss auch noch Pause machen, weil ich habe jetzt, was habe ich weg? 3 Stunden 37 Fahrzeit weg. Also ich komme jetzt auch nicht mehr in eins durch nach Biebesheim. Also ich muss jetzt also halbe Stündchen Pause machen. Ist alles heute ein bisschen chaotisch hier bei uns hier in der Firma. Und dazu das Wetter ist passend. Dazu das passende Wetter. Ich warte übrigens auf einen Anruf meiner Disponautin. Kommt noch einer? Es killert. Oh, das ist so ein unbefriedigendes Gefühl. Wenn du niesen musst, aber kannst du niesen. Oh, habe ich hier einen Mückenstich auf dem Arm. Oh. Da. Ah. Also mal diese Klapperstange wieder hier entschärfen, weil, oh hallo, oh. weil mein Vertretungsfahrer für meinen Stammkollegen, der hat immer das obere Bett genutzt, deswegen hat er hier immer die Gardine ein bisschen rausgezuppelt
Und ihr wisst das ja aus älteren Videos, meine Klemmmethode für die Stange hier, die muss ich jetzt mal ganz kurz wieder erneuern, weil sonst rappelt die Stange während der Fahrt. Und dann kommt mein Monk wieder voll zur Geltung und darauf habe ich gar keinen Bock. Überhaupt. Eine Blombe? Madini oben. Hä? Ja, Freitag, kurz nach 11. Falco ist auf dem Weg oder in Begriff zum letzten Gefecht in Firma. Und dann, ja, ich denke mal, das gewohnte Spielchen über Stockstadt nach Biebesheim und dann wieder nach Hause. Warte mal, wo sind denn meine, wo sind denn da? Die brauche ich. Das. Ah, ne, machen wir hier rein. So, die Blombe, die entsorgen wir gleich mal nachher. Die brauchen wir ja gar nicht. Was ist, wo kommt die denn her? Hier sind ja noch welche. Ach gut. Die vermehren sich hier wie die Fliegen. Keine Ahnung. I don't know, was hier los ist in meinem LKW. So, das. Ach Freunde, ja. Dahin. Ja, Apple CarPlay ist gut. Haftungsausschluss ist auch gut. Zündung, Tür ist offen, warum auch immer. Oh, Alter, was riecht denn hier so komisch? Oh, hier steht. Oh, hier steht ein Abdecker neben mir. Oh Gott. Oh, das ist so widerlich. Wie lange muss ich noch stehen? Oh, 6 Minuten. Oh, hoffentlich springen die Maden nicht über, Alter. Was eine Mockbude. Das ist auch was ich nicht fahren würde. Abdecker. Tiertransport, Autotransport, Abdecker. Pfui, Deibel. Oder so medizinische Abfälle oder so eine Scheiße. Oh Gott, nee. Nee. Was wollte ich denn jetzt? Ach so. Das kommt dahin. Das löschen wir auf 0 aus. So. Öl haben wir erst nachgefüllt. Oh, bah.